Hallo und herzlich willkommen bei Remastered. Das ist mein Text, Jakob. Wir befinden uns im Kampf, weil ein Praktikant auf Jans Schiff einen heißen Kopf hatte und direkt auf Kämpfen geklickt hat. Ja. Übrigens ist schon wieder eine Woche vergangen. Ja. Sieht gut aus, Jakob. Ja, danke, ebenso. Es ist schon erstaunlich, wie wenig man sich verändern kann in einer Woche. Wahnsinn. Wie man sieht, wir befinden uns im Weltraum, also ist es logischerweise eine zweidimensionale Aufsicht, in der der Kampf stattfindet. Rechts sehen wir, wenn du mit der Maus einfach nach rechts rüber hoverst, ja, oder auf der Karte dich weiterklickst, da sehen wir die zwei Schiffe der Daloks, die wir jetzt gerade getroffen haben. Das Kolonieschiff nimmt nicht am Kampf teil, das ist automatisch nicht dabei. Also er hat einfach nur zwei Speer, ich habe einen Speer. Ja, ganz genau. Sind die... Wir sind ja andere Völker. Sind die jetzt baugleich oder haben die gegebenenfalls andere Eigenschaften, durch die ein Sieg meinerseits möglich wäre? Nö, die sind soweit jetzt erstmal baugleich und nehmen sich am Anfang gar nichts. Kann ich in ein Asteroidenfeld fliegen und dann in einen Planeten reiten, der sich aber als riesiger Weltraumwurm herausstellt? Ist das wohl eine Anspielung? Ja. Auf die neue Staffel von Doctor's Diary. Ja, sagen wir es so, weder hast du eine Chance gegen diese zwei anderen Schiffe, noch haben sie eine Chance gegen dich. Ihr werdet schätzungsweise die ganze Zeit aneinander vorbeischießen, weil diese Fregatten kompletter Mist sind. Das heißt, du kannst genauso gut den Kampf an dieser Stelle jetzt abbrechen. Ich kann aber. Du also kannst den Fehler deines Praktikanten wieder gut machen. Ich könnte aber theoretisch also Glück haben, dass meine Fregatte oder mein Speer einfach ein paar Mal häufiger trifft. Du könntest es auch einfach lassen. Das ist. Ja, aber ich denke mir nur so. Diese Geschichte wird anderthalb Stunden dauern, bis sie gegessen ist. Und, Leute, seid ihr dabei? Wenn ja, like, comment and subscribe. Ich glaube nicht. Ja, der Punkt ist doch. Punkt ist doch. Nein, du musst das mal. Es ist einfach kein kampffähiges Schiff. Sieh das mal aus der Rollenspielsicht. Okay. Wir sind zwei unbekannte Völker. Ja. Und die kennen mich nicht. Ja. Und die denken sich jetzt, ja gut, wir fliegen aneinander vorbei und touchen uns mal ab. Und ich mach die einfach fertig. Ein Schiff, bums, zwei Schiffe von denen, die werden traumatisiert sein. Die erobere ich jetzt schon mental. Okay. Das wäre mental ein so Gewicht, das ist so wie kurz vor der Halbzeitpause das 1-0 machen. Vor dem Pausentee meinst du? Vor dem Pausentee das 1-0. Und wenn die dann aus der Kabine kommen... Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt für dieses Team werden die richtig kaputt sein. Ja, weißt du, das nennt man auch ein Tor genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Zu keinem anderen Zeitpunkt wäre das besser gewesen. Die Rollenspielersicht habe ich jetzt verstanden. Ich glaube, das Spiel hat es nicht verstanden. Also ich drücke auf Retreat, richtig? Ja, drück auf Retreat. Okay. So, die schießen einmal auf dich und du... Ha, Loser. So, das System haben wir jetzt aber eben auch entdeckt, abgesehen davon, dass wir da auch andere Leute noch entdeckt haben. Da ist ein Planet, der ist riesig, aber hat Dürre. Ja, Dürre bedeutet... Dürre und Tundra, das sind wirklich Wortkategorien, die ich nicht zusammenziehen würde. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass Dürre ein bisschen besser ist als Tundra. Okay. Du kannst, glaube ich, auch mit einem Rechtsklick auf den Planeten, genau, kannst du immer schon sehen, wie viel Nahrung und so weiter du produzieren wirst. 15 Millionen passen hier drauf. Ja. Das ist schon ziemlich riesig. Zumal das ein Hochgravitationsplanet ist und wir sind ein Hochgravitationsvolk. Das heißt, wir haben keine irgendwie Beeinträchtigungen dann durch die planetaren Umstände. Wahnsinn. Wie viel Mal passt Hessen auf diesem Planeten? Damit der Zuschauer sich das auch vorstellen kann. Vom Saarland könnte ich es dir jetzt sagen. Aber, ja. Oder halt in Menge von Fußballfeldern. Okay. Aber, ja. Also 15 Millionen Bewohner, das sind sehr viele Fußballfelder. Damit ihr euch das auch mal vergegenwärtigen könnt. Schon, es sei denn, man kuschelt sich echt eng beieinander hin. Aber ja. Ja, das heißt, dieses ist eigentlich schon ein ganz, ganz hübsches System. Bloß befindet es sich ja offenbar in der Nähe der Daloks. Gut, die dort übrigens schon mit ihrem Kolonieschiff im System sind, wie wir da über dem Namen Dra sehen. Ja. Was mich ein bisschen stört, ist erstens, sie sind in genauer Reichweite zu meinem Heimatstützpunkt. Ich gehe ja davon aus, dass die sich also hier befinden, hier. Ja. Die müssen ja von irgendwo kommen sein, es kann ja nur das oder das sein. Bloß denke, du kommst nicht da oben hin, das heißt, sie können auch nicht zu dir. Ja, nichtsdestotrotz werden sie irgendwann zu mir kommen. Das heißt, wir wissen jetzt schon, ich werde den ersten Genozid an den Daloks begehen.
Gut möglich, klick mal auf Races. Ich weiß nicht, ob die jetzt da schon unten vertreten sind. Nein, sind sie noch nicht. Okay, das ist im Prinzip der Bildschirm, wo wir die ganzen Spezies sehen, die in unserer Galaxie noch so wohnen. Der Declare War-Button, der lacht mich jetzt schon so an. Den werde ich, denke ich, ein paar Mal nutzen müssen. Das musst du gar nicht. Das kannst du auch während einer Audienz dann machen. Dann ist es sogar viel lustiger für den Zuschauer. Obwohl, ich habe die Erfahrung gemacht... Werfe ich dann meinen Handschuh auf den... Der Federhandschuh. Auf den Tisch. Ja. Das sind so komische Rattenwesen, die so Mäntel überhaben, wenn du dich an die Rassenauswahl am Anfang... Die Rassenauswahl, die Selektion am Anfang. Das ist schon 2 Wochen her, ne? Ja. So genau ich glaube sogar 3. So genau habe ich das auch nicht mehr im Kopf. Okay, wie die Maus sei. Für mich sind das so Jar Jar Binks. Ganz einfach. Dann hat der Zuschauer auch wieder was, wo er sein Aggressionspotenzial wiederfindet. Okay. Also jetzt siehst du da, dass dein Schiff wieder auf Kurs Richtung Ursa ist, weil du gesagt hast, es soll sich zurückziehen. Ja. Das heißt, es fliegt zum nächstgelegenen Planeten, den du besiedelt hast. Das Problem ist, daran kannst du jetzt nichts ändern. Das Schiff fliegt da jetzt hin. Das ist ja auch okay. Es hätte ja eh nichts machen können. Nö. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich in dieser Galaxie hier in Vasen was machen sollte. Das ist ein Sternsystem. Sternsystem. Es tut mir leid, das ist die Galaxie und Das ist jetzt ein Sternsystem, so wie die wie unser Sonnensystem. Ja, also im Prinzip wäre Dra ein lohnenderes Ziel, aber du kannst dir sicher sein, dass noch bevor dein Kolonieschiff das erreicht hat, dass die Daleks da eine Kolonie errichtet haben mit ihrem Kolonieschiff. Diese Würste. Ja, kann man nichts machen. Ja, kannst du ja mal besiedeln. Und dann hast du den Luxus. Nee, mit der linken Maustaste dann. Obwohl, nein, du musst erst das Kolonieschiff anklicken. Ah. Und dann Colonize Planet sagen. Und dann den Planeten auswählen. Bitte den richtigen. Ultra Arm war falsch. Möglich. Ergiebig ist gut. Ist besser. Okay. Genau, da kannst du dann jetzt nochmal bestätigen, dass du das machen möchtest. Und jetzt kommt der große Moment für dich, wenn du jetzt geklickt hast. Alter Schwede, sieht das geil aus. Landefähren. Und jetzt, wenn du nochmal klickst, jetzt kannst du das Sternsystem umbenennen. Okay, Leute. Mach nichts falsch. Ich bin jetzt nur den Stern, nicht das System. Das System heißt Vasen. Nee, das Sternsystem heißt bis jetzt noch Vasen, aber weil du da jetzt eine Kolonie errichtest, kannst du das ganze System umbenennen. Okay, dann werden wir jetzt das Remastered-System erschaffen. Ja. Yep. All Caps, würde ich sagen, oder? Wenn schon, denn schon. Guck mal, man kann das gar nicht machen. So, jetzt musst du auf Accept klicken. Doch, du hättest daneben klicken können jetzt noch wieder. Ja, da zum Beispiel wäre der Name, glaube ich, schon wieder weg. Ist ein geiles Spiel. Jetzt habe ich eine Frage. Ja. Ist das für das Spiel wohl ein Problem, wenn ich dieses System auch Bier nenne? Wenn ich einfach alle Systeme Bier nenne? Das könntest du tun. Ja, es ist bloß halt hinterher für deine Liste der Kolonien vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Wir haben Bier verloren. Und wir haben nur noch Bier. Okay, Accept. Da haben wir es jetzt dick und fett. Und von da aus kannst du jetzt eben mit deinen Speeren dann wiederum weiter erforschen. Das ist ein ganz guter Vorteil. Gut, dann müssen wir aber erstmal mit dem einen Speer hierhin fliegen. Das Kolonieschiff ist jetzt ja da verloren. Das ist ja aufgegangen in diesem Ding. Genau. Kann ich denn da jetzt schon etwas tun? Ja. Da kannst du genau dasselbe tun wie in jeder anderen Kolonie auch. Wohnungsbau. beziehungsweise im Moment hast du da eben durchaus ein Futterproblem. Ich muss eigentlich erstmal Nahrung aufbauen. Das ist nicht Drag and Drop, sondern aufnehmen und absetzen, genau. Im Moment kannst du da nicht groß was anderes tun, als Futter zu produzieren, denn sonst verhungert ja die Kolonie umgehend wieder. Okay. Da oben siehst du die unglücklichen Masken, neben diesem fast Hakenkreuz-Symbol. Das Hakenkreuz-Symbol ist tatsächlich das Symbol dafür, dass du als Regierungsform Diktatur hast. Und die zwei Masken, die Unglücklichen, sind ein Moralminus. Okay, ich habe also hier keine Kasernen, das heißt, die Leute fühlen sich wahrscheinlich unsicher dieser Kolonie und deswegen ist insgesamt alles ist neu, Veränderung gefällt diesen Leuten nicht. Nee, vor allem, bedenke, die Leute fühlen sich immer besser, wenn überall Soldaten sind und deswegen, dann sind sie glücklich. Das gefällt mir. Ich kann mich da sehr gut reinversetzen. Wir werden hier immer ideologischer.
Gut, dann würde ich jetzt einen Turn machen, damit wir nämlich das hier einmal erforschen können und dann gleich mit dem anderen Speerschiff einfach weiterreisen. Genau. Gott, wie aufregend. Übrigens, ja doch, einen Turn kannst du mal eben machen, genau. So. Hier ist nichts los. Wüste ergiebig, unfruchtbar ergiebig. Ja gut, die werden auch. Der Wüstenplanet wäre jetzt so ein bisschen ähnlich wie der Dürreplanet gewesen. Ist, glaube ich, ein kleines bisschen besser als Tundra, aber was soll's. Ich kann damit leben. Also ich glaube, es ist ähnlich. So, und das ist der Diplomatiebildschirm, der jetzt von alleine kommt. Botschafter der Alkari. Das Jahr 3500,4 als das erste Jahr unseres Kontaktes mit dem mächtigen... Oh ja, die scheinen sich ja bei mir einzuschleimen. Ja, das ist ein ganz freundliches Volk. Die mache ich deswegen, Platz. Ja, nee, das sind eigentlich ganz gute Verbündete. Also, da mache ich ja also als letztes Platz. Möglich. Eine entscheidende Frage. Also ich kann in diese Dimension reisen und da irgendwie die Viecher da platt machen, da hätte ich auch gewonnen. Ich möchte ja schon alle auslöschen, denn meine Rasse ist ja überlegen. Ja. Okay, da sind wir uns einig. Da sind wir uns ja schon mal einig. Ist es theoretisch auch möglich, ähnlich wie zum Beispiel in Age of Empires, Bündnisse zu schmieden und auch mit diesen Bündnissen gemeinsam zu gewinnen? Ja. Nein, nein, gewinnen kannst du nur alleine. Aber du kannst zusammen mit diesen Bündnissen Kriege führen. Okay. Also werde ich sie erstmal ausnutzen und hinterher ihrer gerechten Strafe zuführen. Ja, das aber und dafür sind die Alkari da. Ich bin ein ehrenhafter Diktator, deswegen werde ich ihnen auch einen ehrenvollen Untergang gewähren und sie schmerzlos hinrichten. Davon träumen die wohl. Ja, okay, das ist nur so ein kleiner Begrüßungsbildschirm von wegen, hier, wir kennen uns jetzt übrigens. Das ist alles, kannst du wegklicken. Ich habe schon geklickt, aber du hast geklickt? Ja. Na. Oh, direkt noch mehr. Wahrscheinlich wegen der neuen Kolonie haben wir jetzt eine größere Reichweite. Das sind die Arschlöcher, die um euch Daloks zu machen. Von eben. Ha, Grey Morin. Wohl eher Grey Mongo. Die mache ich richtig fertig. Als persönliche Sklaven will er mich verarschen. Man sieht, das ist das Spionenvolk, ne? Also die sind ein bisschen übler drauf. Aber ganz im Ernst, ne? Es ist gut, dass die direkt neben mir liegen. Mhm. Ich werde nämlich jetzt mit den anderen ein Bündnis schmieden und diese Spionenleute sowas von zerstören. Das geht allerdings nur, wenn die anderen die Daloks auch sehen. Das werde ich schon tun. Okay, ja. Ich werde nämlich die Daloks auf den Heimatplaneten von den anderen locken. Okay. Die werden dann Verbrechen begehen und dann werden die anderen schon ihre Motivation finden. Ich glaube, du machst dir falsche Vorstellungen, wie das abläuft. Okay. Ach, warum sehe ich jetzt diese Sterne? Den Nazi-Stern, was ist das denn? Nazi. Ja, das ist die Heimatwelt der Daloks. Und in der Tat, in Dira haben sie jetzt eben eine Kolonie errichtet. Und die braunen Systeme sind eben die der Alkari. Und diese Sterne hast du jetzt eben eingezeichnet in der Karte. Du weißt aber im Prinzip immer noch nichts über die Sternensysteme. Du kannst dir nicht angucken, welche Planeten da so drin sind. Dazu müsstest du da schon hinfliegen. Genau, da siehst du eben dieses schöne Mieter, was von Rot bis Grün geht und wie man im Moment zueinander steht. Habe ich auch zu Hause für alle Leute, die ich kenne. Aber habe ich eine Google Docs-Datei mit so... Ich wage ja nicht zu fragen, wie ich da... Du bist gerade im gelben Bereich. Wir befinden uns nicht im Krieg mit den Daloks, obwohl du sie vorhin angegriffen hast. Naja, so quasi. Moment. Also der Praktikant, ja, ich weiß. Also erstmal muss ich dazu sagen, ich habe nicht geschossen. Ja, sondern die. Die haben geschossen. Weil du sie angegriffen hast. Grey Morin shot first. Das T-Shirt lasse ich produzieren, werde reich. Durch die 10 Klicks. Okay, ja, da könntest du jetzt im Prinzip schon mal diplomatische Verhandlungen führen, indem du auf Audience klickst und dann meinetwegen die Alkari anklickst, genau. Und jetzt? Das erinnert mich gerade richtig krass am FutureNet irgendwie. Warum das denn? Diese Oberfläche und dann lädt sich hier was rein, das hat so einen Vibe. Du hast die verschiedenen Möglichkeiten eben, was du dem jetzt so sagen kannst. Einen Vertrag brechen kannst du nicht, weil ihr noch keinen Vertrag miteinander habt. Technologie austauschen könnt ihr nicht, weil ihr schätzungsweise auf einem Stand seid. Auf Wiedersehen. Wie? Sie haben mich gerufen, ohne was zu wollen? Wenn du mal Vertrag vorschlagen anklickst. Moment, Geschenk anbieten. Kann ich da Vibe und Wein, Vibe und Gesang? Genau. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Das sind Geld, Technologien oder Sternsysteme, die du dann anderen anbieten kannst.
Kann ich Ihnen Sternsysteme anbieten, die mir nicht gehören? Nein. Schade. Nur mit eigenen Kolonien, die dann in ihren Besitz übergehen. Meinetwegen, wenn du einen Krieg führst, gerade gegen eine überlegene Rasse, dann kannst du denen eben sagen, hier, ich gebe euch auch Sternsystem so und so. Bitte habt mich wieder lieb. Ja. Vertrag vorschlagen, das sind eben die verschiedenen Möglichkeiten, die man dann so hat. Einen Friedensvertrag brauchen wir nicht, weil wir ja schon Frieden haben. Eine Allianz können wir jetzt noch nicht machen, weil wir dafür erstmal einen Nicht-Angriffspakt brauchen. Gut, was bringt mich jetzt erstmal weiter? Forschungsvertrag heißt, dass wir Forschungsergebnisse also, austauschen? Nee, das nicht, sondern ihr zieht nach einer kurzen Zeit der finanziellen Einbußen, zieht ihr eben beide mehr Forschungspunkte aus diesem Vertrag. Das gefällt mir. Mhm. Also die natürlich auch, aber wir ja. auch. Und das ist ja auch okay, ich meine, die ja. sind ja friedlich, die können ja auch bis zum Ende da sein, bis ich sie dann vollkommen ausrotte. Ja, ja. Und Handelsvertrag bringt das offensichtliche, mehr Geld. Ja, ich denke, dass ich jetzt aber erstmal auf den Forschungsvertrag gehe. Ich würde beides versuchen. Achso, man kann auch mehrere Sachen. Ja, klar, sicher. Ja, ja. Okay. Im Moment ist nicht interessiert. Daran noch nicht interessiert. Okay, das ging ja schnell. Den Handelsvertrag mag er haben. Der wird jetzt gerade noch ein bisschen brauchen, bis er sich auch wirklich rentiert. Auch der zieht uns am Anfang ein bisschen Geld ab. Aber nachher bringt er uns dann umso mehr. Du könntest, wenn du es möchtest, ihm sogar auch einen Nicht-Angriffspakt schon mal vorschlagen. Was mich noch interessiert ist, was heißt jetzt ersuchen? Kann ich ihn darum bitten, mir bei was ja zu helfen? Drauf, kannst du ja mal draufklicken. Da kannst du ihm eben sagen, bitte erklär mal einen Krieg gegen zum Beispiel die Daleks. Aber das würde ich jetzt noch lassen. Und jährliche Abgaben, heißt das, ich kann ihn darum bitten, dass er mir so eine Art Schutzgeld zahlt? Oder wie verstehe ich das? Das ist dann keine Bitte. Aber ich würde es vielleicht für den Moment auch noch lassen. Ja. Spionage beenden kann man immer sagen, selbst wenn sie keine Spione bei einem haben. Das Praktische ist, dass man sehen kann, ob es gegnerische Spione gibt oder nicht. Das ist ein bisschen, da haben die ihre Profession etwas verfehlt, aber okay. Ja, kannst abbrechen. Okay, Moment, nimmt das noch nicht an. Fake Eggs. Ja, mit so einem lächerlichen Namen, Saguaro T. Thai, würde mich das auch nicht wundern. Okay, ja, mit denen ist das, glaube ich, dann erstmal erschöpft, was wir machen können und kannst im Prinzip dasselbe nochmal mit den Daleks versuchen, weil die sind aus Erfahrung eher ein bisschen zurückhaltender, was das betrifft. Ja, das kannst du übrigens auch abbrechen mit einem Mausklick. Ne? Ja, okay. Ja, kannst du ja mal versuchen. Ah, siehst du, den Forschungsvertrag will er sogar, okay. Handelsvertrag. Nö, den will er noch nicht. Boah. Ja. Der Finger zuckt dir schon wieder bei Krieg erklären. Boah, ich hätte richtig Bock, ne? Ich finde es auch geil, dass wir unten auf Declare War, also ich kann das hier auch sofort aus dem Menü heraus machen, ne? Mm. Also im Moment heißt das, dass wir uns gegenseitig, dass ich die beiden ausspioniere, richtig? Ja, im Prinzip, du kannst immer Leute ausspionieren, selbst wenn du eine Allianz mit denen hast und so. Okay, und was heißt immer. Sabotieren? Ich würde irgendwas... Also, das ist tatsächlich in diesem Feld da drüber, dieses Queer. Da kannst du eben Spione hin abstellen, die du produzieren musst, allerdings erstmal. Ich hab noch keine, okay. Und denen kannst du dann den Auftrag geben, dass sie entweder halt Technologien ausspionieren oder Gebäude zerstören in den Kolonien oder sich einfach nur verstecken, wobei ich nicht weiß, was das jetzt bringen soll. Aber okay. Gut. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt Stelle die Folge unterbrechen. Jakob und ich sehen uns in einer Woche wieder. Ja. Und ihr seht uns morgen oder wenn ihr es gerade in der Let's Playliste guckt. Ja, binge-watchen. Gleich wieder, genau. Empfehle ich euch sowieso. Ich sage euch jetzt schon das Ende dieses Let's Plays. Ich will euch nicht spoilern. Es wird richtig geil. Totale Vernichtung. Genau. Alles klar. Bis denne. Ja, bis bald, Rian.